Ja, hallo, ich bin René von Waffenhandel Becker und ich möchte euch einen Revolver vorstellen, auf den ich schon lange gewartet habe, auf den ich mich sehr gefreut habe. Und der kommt in einfachen, schlichten, schwarzen Köfferchen, also wie die meisten Waffen. Aber schauen wir uns einfach mal die Waffe gemeinsam an. Ja, die Waffe kommt in so ein Köfferchen, steht Sport drauf, dann ist auch Sport drin. Und da haben wir zuerst mal die Bedienungsanleitung und die ist wirklich schön gemacht. Wir haben immer geteilt und zwar links haben wir Deutsch und rechts haben wir es auf Englisch. Und ist alles schön beschrieben. Und was man hier auch schön beschrieben findet, ist die Verstellmöglichkeit für die Zündenergie, also für die Feder hier, fürs Double-Action-Schießen, um die Kraft hier zu regulieren und anzupassen. Das ist wirklich ganz gut beschrieben und da kann man auch nichts falsch machen. Also auch hier nochmal vollumfänglich, reicht vollkommen aus. Dann wäre die Waffe gleich mit Wechseltrommel 9 mm dazu bestellt. Hat natürlich die Wechseltrommel hier dabei. Das kann ich auch tatsächlich grundsätzlich nur empfehlen, wenn ihr das Geld habt oder das was für euch ist, das gleich sofort mitzubestellen. Wenn ihr das mitbestellt, bekommt ihr 5 Ladeclips für 9 mm, sind dann gleich mit dabei. Werkzeug zum Einstellen der Kimme und Werkzeug zum Wechseln Trommel und Abnehmen der Griffschalen. Ja, hier in der Hand halte ich unseren Revolver aus dem Hause Spohr. Wirklich made in Germany, anders kann man es nicht sagen. Und zwar ist das der L562 Tactical Division im Kaliber 357 Magnum. Lauflänge beträgt 6 Zoll. Ein kalt gehämmerter Polygonlauf mit 30 cm Tralllänge, für die das wichtig sein sollte. Scheibenkorn, ein hohes, wie ihr sehen könnt. Picatinny-Schiene, könnt einen Rotpunkt draufsetzen oder was ihr auch gerne möchtet. Ja, und wir haben hier hinten von LPA ein TXT-Kimme drauf, natürlich Höhe und Seiten verstellbar. Die Oberfläche hier von dem Revolver ist tatsächlich beschichtet und zwar PVD beschichtet. Und diese PVD-Beschichtung geht so ein bisschen, naja, ins Bläuliche. Ist schwarz und ist so ein bisschen ins Bläuliche hergehend. Die Waffe ist matt gehalten und hier bei der Trommel, das sieht man gut, die Fläche hier ist aufpoliert. Das fällt tatsächlich direkt ins Auge. Ja, die Griffschalen hier sind aus Schichtholz und schwarz gehalten natürlich, damit es zur Waffe passt. Abzug hier mit Triggerstopp. Den kann man hier einstellen. Was man auch schön sieht, wirklich eine schöne große Raste zum Entriegeln der Trommel hier. Auch so leicht angeschrägt finde ich es wirklich gut, weil das so ergonomisch zumindest bei mir wirklich gut passt. Was ich empfehlen kann, wenn man das möchte, was für einen das ist und man natürlich auch das Geld hat, ist gleich die Waffe mit einer Wechseltrommel hier, Kaliber 9 mm Luger zu erwerben, weil das ist tatsächlich nicht nachrüstbar. Man bekommt, wie schon erwähnt, 5 Moonclips gleich mit dazu für 9 mm, werden eingeklemmt und dann wird der Clip hinten aufgesetzt. Zum Tausch der Trommel, das ist gar kein Hexenwerk. Hier einfach die Arretierung lösen. Und jetzt den Kran nach vorne ziehen. Und voilà, schon haben wir einen Kaliberwechsel durchgeführt. Was man jetzt schon merkt, schon beim Griffschal abnehmen, das sitzt alles wirklich super passgenau. Da ist tatsächlich kein Lüftchen mehr dazwischen. Die Waffe verfügt die Möglichkeit, ihr könnt quasi Single Action oder Double Action schießen. Und für Double Action könnt ihr tatsächlich die Kraft, die ihr braucht zum Vorspannen oder zum Spannen des Hahnes, hier einstellen. Bedienungsleiter ist beschrieben. Ihr müsst natürlich darauf passen, es muss noch immer genügend Energie da sein, tatsächlich die Patrone dann noch zu zünden. Aber hier sieht man es auch wirklich sehr, sehr schön, wirklich gut verarbeitet. Wahnsinn. Ja, hier haben wir nochmal unseren Revolver aus dem Hause Spohr im Kaliber 357 Magnum hier vorgestellt mit einer Wechseltrommel Kaliber 9 mm. Wie ich finde, wirklich eine sehr, sehr schöne Waffe, wirklich klasse. Wer das Geld ausgeben mag und kann, sollte über die Waffe nachdenken, sollte es sich mal anschauen. Ich kann es nur empfehlen. Wer jetzt Lust hat, diese Waffe zu erwerben und ihr besitzt die entsprechende Erwerbsberechtigung, dann könnt ihr sehr, sehr gerne tun über den Waffenhandel Becker bei uns. Wenn ihr mal schießen wollt mit so einem Revolver und wissen wollt, ob es so ist wie im Film und Fernsehen oder wie im Spiel, dann empfehle ich entsprechende Schnupperschießen bei uns. Und alle angehenden Sportschützen würde mich sehr freuen, euch beim entsprechenden Waffensachkundekurs bei uns bei der Skischule Becker begrüßen zu dürfen. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute, ciao.